Grand Prix d'Hambourg, Federmond. In 50 Meter bis zur Marke. Das Achterrennen Grand Prix d'Hambourg ist gestartet. An der Innenkante Quinio du Relais. Dabei ist Renommé d'Aubray, aber dabei ist vor allem auch Roc de Montfort. Und der geht an die Spitze des Feldes. Roc de Montfort hat sich durchgesetzt. Dahinter kommt nun Kyrgios Dumoureil in die zweite Position. Es geht durch den ersten Bogen hindurch. Ein Fehler von Rani de Bassière. Roc de Montfort hat das Kommando übernommen. 4-4, die erste Zwischenzeit außen rückt, aber bereits Roxanne neun rot, die neun. Feld verlässt den ersten Bogen und kommt auf die Tribünen gerade. Roc de Montfort außen, die aufrückende Favoritin Roxana de Barbré attackiert nun auch Roc de Montfort und übernimmt nun das Kommando. Roxana de Barbré vorbei an Roc de Montfort, dahinter in dritter Position Kyrgios Dumoureil, außen ist Kylaine Delonte in vierter Position als erstes Pferd in der Außenspur unterwegs, vor Quinio du Relais an der Innenkante. Die fahren ja alle in erster und zweiter Spur, ist das das Franzosenrennen, es ist es. Und es geht aus dem Bogen heraus auf die Überseite und verändert Roxana de Barbré an der Spitze. Roxana de Barbré, Roc de Montfort, so geht es auf die Überseite. 11-8 war die zweite Zwischenzeit, außen verbessert sich Kylaine Delonte in die dritte Position, an der Innenkante dann Kyrgios Dumoureil, mit außen nun Perlando, der hat sich verbessern können, dann Quinio du Relais. Es geht erneut in den Lurpa-Bogen hinein. An der Spitze weiter Roxana de Barbré, 13-2 die Zwischenzeit. Also da ist da einiges an Tempo bislang immer noch in der Partie. Roxana de Barbré außen, Kylaine Delonte an der Innenkante, dann Roc de Montfort, die ersten drei. Vierter ist Perlando, fünfte Position Kyrgios Dumoureil an der Innenkante. Dahinter dann Quinio du Relais mit außen Kelarif. Und so erreicht das Feld wieder die Tribünen gerade und geht gleich von Ziel ab auf die Schlussrunde. Roxana de Barbré und Pierre Vergrüße sind vorne und gehen auf die Schlussrunde. Außen dabei ist Kylaine Delonte, an der Innenkante Roc de Montfort, vierter Perlando, fünfter Kyrgios Dumoureil an der Innenkante, mit außen Kelarif, dann innen Quinio du Relais. Und so geht das Feld durch den vorletzten Bogen. Dahinter dann Renommé d'Aubray außen unterwegs vor Sissi de Morin und Keva Tonville am Ende dieses Feldes. 14-1, die nächste Zwischenzeit und die Teilnehmer sind auf der Überseite. Alles unverändert, Positionen sind unverändert mit Roxana de Barbré an der Spitze. Außen scheint nun Kylaine Delonte gewisse Notsignale zu senden. Es geht in den Schlussbogen hinein, 500 Meter noch. Roxana de Barbré innen Roc de Montfort, der bleibt dran. Außen Kylaine Delonte mit Problemen, da müsste Perlando jetzt schon angreifen. Im Schlussbogen in dritter Spur die Attacke von Perlando. Kylaine Delonte fällt zurück. Roxana de Barbré versucht sich abzusetzen. Roc de Montfort versucht dran zu bleiben und so geht es auf die letzte Ecke zu. Roxana de Barbré, Roc de Montfort, der nachsetzende Perlando auf der bedrehste Zielgeraden ist Roxana de Barbré vorne. Roxana de Barbré, aber Perlando, der kommt nochmal auf Touren. Roxana de Barbré, aber ist vorne. Perlando kommt heran, aber das Ziel kommt auch. Roxana de Barbré, Entschädigung für das Vorjahr gegen Perlando und dann noch mit viel Speed Quinio du Relais vor Roc de Montfort und dem Rest 14-3, 13-8, die letzten Zwischenzeiten.